Die Spielzeit 2016-17 ist bei den Krefeld-Pinguinen endlich angekommen. Gegen den DEL-2-Ligisten aus Bad Nauheim, die sich mit zahlreichen Fans eingefunden haben, gab es ein temporeiches Spiel bei warmen Temperaturen. Den Toreigen eröffnete Neuzugang Mike Little auf Vorlage von Hambley und Rosa, ehe Vitali ab in der 13. Minute den Ausgleich für die Roten Teufel erzielte. Im Mittelabschnitt ging es etwas torreicher zu. Marcel Müller, Marco Rosa und Marc Mankari erhöhten auf 4:1 und Dujan Frosch überwand Krefelds Goalie Galbraith zum 2:4 aus Nauheimer Sicht. Im Schlussabschnitt kamen die stark aufspielenden Roten Teufel nicht mehr hinterher und so zogen die Pinguine durch Marcel Müller, Marco Rosa und Dragan Umicevic auf 8:2 und hinterließen bei den 3500 Zuschauern in der Krefelder Rheinlandhalle einen positiven Eindruck.